Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen bei einer Laberecke. Und diesmal nicht aus meinem Auto, nö, sondern hier vom Billardtisch von Pure Pool. Und das Spiel ist mal hier, das was perfektes Lochen. Da habe ich noch keinen Stern, das brauchen wir jetzt mal. Und ich will euch in diesem Video ein bisschen über meinen heutigen Tag erzählen, der geprägt ist von, ja, nennen wir so, das Kasperltheater. Jetzt starten wir dieses Locken nacheinander so viele Kugeln wie möglich ohne Fehlstoß. Mit 9 bekomme ich 3 Sterne. Gut, dann probieren. So, hier kurz mal anstoßen. So, ja, bei uns in Salzburg, da gibt es ja die Stiegl-Brauwelt. Das ist ja ganz eine berühmte Brauerei. Und die haben ja verschiedene Veranstaltungsräume und einen dieser Veranstaltungsräume ist immer wieder ein Kasperltheater, also der Sindri nennt sich das Ganze. Das ist natürlich ganz interessant für Junior, für die Kinder und so weiter, denen gefällt das sowas natürlich. Und das haben wir heute gewesen, da sind wir hingefahren, haben uns mit Freunden auch getroffen, die auch Kinder haben und haben uns eben den Sindri angeschaut. Und in diesem Verlauf von der Vorstellung, wie es auch nachher war, weil nachher gehen wir immer essen und haben eine sehr gute Gastronomie, an und für sich, sind etliche Sachen passiert, die halt sehr dubios sind. Also war einfach so, das war so richtig der richtige Tag heute dafür. Und so während der Vorstellung, ich verstehe ja, wenn man Fotos von seinen Kindern macht, ja, man mache ich auch, ich war von meinem Junior mittlerweile, glaube ich, tausende Fotos, aber da war es auch so, während dieses Kasperltheaters ist es ja so, dass der Raum verdunkelt ist und natürlich alle in die Richtung schauen, wo die Bühne ist. Das ist ja ganz klar, also wo dieses, wie nennt man das, Kasperltheater eben steht. Und da ist eine Frau gewesen, die hat ihr Kind fotografiert. Also von der Theaterrichtung immer Richtung Zuschauerrichtung. Und ich schwöre, ich habe, glaube ich, im 5- oder 6-Sekunden-Takt Fotos gemacht. Ich sage nichts, wenn man 2, 3, 4 Fotos macht oder sonst 10 sein, aber ich glaube, der hat mindestens 50, 60 Fotos gemacht. Und da war es dann schon so, dass ich mir gesagt habe, Entschuldigung, ich bin schon langsam blind. Hat mir kurz angeschaut, ist mir gar nicht so aufgefallen, ja. Weil ich wirklich immer von vorne in die Zuschauermenge fotografiert, ja, ist wirklich permanent mit Blitz immer rein. Ja, wir sind wirklich schade blind geworden, vor allem ist es ja lästig. Wenn ein andauernd fotografiert, währenddessen da vorne auf der Bühne was passiert, ist es wirklich sehr mühsam, wenn da dann irgendwas Ablenkung ist. Ja, auf jeden Fall hat es dann mal gelassen, ja. Dann sind wir eben, ja, da gewesen, haben das fertig geschaut. War eine sehr nette Vorstellung. Thematik war übrigens, wie es geheißen, voll rein. Kasperl und irgendwie so Strolche konnte nicht schlafen und irgendwas, irgend sowas. Ist sehr egal, um das geht es ja nicht. Auf jeden Fall ist ja eine recht nette Vorstellung. Und nachher sind wir dann eben runtergegangen in das Restaurant, um einfach was zu essen dort. Und da ist dann einfach weitergegangen mit den Highlights des heutigen Tages. Und zwar, als wir einen Platz finden müssen, war es relativ viel los. Also der Raum, wo wir sonst immer waren, der Raum, den wir sonst immer gehabt haben, ja, der war belegt, also das ist ja so, zu vorstellen, es ist eine ganz große Räume, so fast ein bisschen Hallencharakter, also der eine Raum. So, das habe ich geschafft, jetzt machen wir US-8-Ball. Wir spielen gegen einen Profi, dann schauen wir, ob wir das gewinnen. Auf jeden Fall haben wir einen Platz gesucht, dann sind wir eben gewesen in diesem Bereich, der ja, ein bisschen mehr so Brauereicharakter gehabt hat. Das war ganz nett, dann haben wir es mal hingesetzt. Und mir ist schon aufgefallen, dass auf mehreren Tischen Geschirr herumgestanden ist. Also schmutziges Geschirr, also das Fertige, was nach Essen herumsteht. Und auf unserem Tisch, da war auch, die haben so Bierkrüge immer auf die Tische stehen, wo das Besteck drin ist. Das kennt ihr vielleicht, da sind gleich mehrere Gabeln, mehrere Messer und Servietten drin. Und das ist mir aufgefallen, dass auf unserem Tisch hat auch so ein Krug, aber der war leer, glaube ich, da ein Messer war drin. Da haben wir gedacht, aha, okay. Und dachte, ja gut, vielleicht sind gerade Leute weggegangen und sie haben dann nicht aufgeräumt. Und wie gesagt, immer auf dem anderen Tisch, ja, dass da eben das Geschirr herumsteht und so weiter. Und naja, an und für sich bis jetzt war mir immer sehr zufrieden, muss man auch sagen. Also bis jetzt hat es nie was gegeben, war immer ganz nett dort. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann hingesetzt, wir haben 3 Kinder mitgehabt, also wir waren 1, 2, 3 Mütter und eben ich.
und ihm drei Kinder. Und mit Kindern ist man jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, darauf bedacht, dass ein paar Sachen ein bisschen flotter gehen. Vor allem war es auch schon, glaube ich, 17 Uhr am Abend. Und ja, immer müssen die Kinder natürlich auch ins Bett, weil sie müssen im Kindergarten und so weiter. Und sie sind dort gesessen und haben gewartet, bis mir irgendein Kellner kommen wollte. Ja, wollte aber keiner kommen. Und ich habe mir noch gedacht, so, jetzt muss ich was machen. Und bin einfach mal an die Bar vorgegangen und habe gefragt, Entschuldigung, ist da irgendjemand zuständig für uns? Ja, da hat man ihren Namen genannt von irgendeinem Kellner. Sage ich, ja, keine Ahnung, wer das ist. Wie schaut's aus? Ja, dann ist die Kellnerin gekommen und hat unsere Bestellung aufgenommen. Ja, das hat wenigstens geklappt. Da haben wir sie bestellt. Hier wollte sie einen schönen, guten Burger essen. Und da haben wir so hauseigene Burger haben. Die sind aber recht gut. Das haben wir wesentlich lieber wie von anderen Fast-Food-Ketten, sagen wir mal, ja, ohne dass wir es den Namen nennen. Einfach, die meistens einfach besser sind. Ja, und dann hat jeder was bestellt. Und Getränke natürlich. Und die Getränke sind eigentlich relativ flott gekommen. Wir haben aufs Essen haben einfach mal gewartet, ja. Eine Freundin von mir hat sich eine Suppe bestellt und eben dann was anderes auch noch dazu. Und es hätte eigentlich alles gleichzeitig kommen sollen. Ja, und irgendwann ist die Suppe gekommen, also Getränke sind vorgekommen, dann ist die Suppe gekommen. Und dann ja, haben wir gewartet. Ah, zu weit. Ah, passt. Haben wir gewartet. Und ja, irgendwann einmal so dann, ich glaube, es waren knappe 40 Minuten. Oder mir kommt dann mal ein Kellner, zu uns und sagt, und was darf es noch sein? Haben wir gesagt, ja, eigentlich wollen wir nur das haben, was wir schon lange bestellt haben. Dann haben wir geschaut, aha, okay, ja, war mir nicht so ganz klar. Kurz ein paar Sekunden später kommen und so, ah, es tut ihm leid, da irgendwie ist die Bestellung da abhanden gekommen oder so und bla 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 und sonst irgendwas. Haben wir uns gedacht, aha, spannende Geschichte. Ah, Scheibenkleister. Haben wir uns gedacht, ja, spannende Geschichte, wie kann das jetzt weg sein und so weiter, ja, und ja, im System ist jemand nicht drinnen, hat er gemeint, im Computer ist nicht zu finden und so weiter. Und dachte, okay, schon spannend, weil ein Teil von der Suppe, die Suppe ist ja gekommen, aber das andere Essen nicht. Und auf jeden Fall gemeint, ja, nein, und ist ja nicht da und ja. Ja, weiß jetzt auch nicht, ja, wir uns jetzt helfen, verdammt, wieso ist das eine blöde Position da jetzt, was mache ich denn da jetzt? Ach Mann, kann ich nur faul machen, ha? Wo spiele ich? Ich spiele voll. Moment, du kannst kurz mal überlegen, wie das dann. Warte mal so. So, wenigstens kein Foul, jawohl, sehr schön. Oh, fällt es noch rein? Nein, doch nicht. Ja, auf jeden Fall ein bisschen herumgedrückt und gesagt, es hat so ein bisschen Chaos oder so beieinander. So, ja, zwei Leute sind krank. Da habe ich mich so angeschaut, so ein bisschen mit einem fragenden Blick, da gesagt, ja, aber das braucht sich nicht kümmern. Sag ich, ja, kümmert mich nicht, weil ich bin Kunde, mir ist das egal. Das müssen andere regeln. Und dann gefragt, ja, wie damals mit dem Essen und so weiter, ja, nein, ihr müsst die Bestellung nochmal frisch aufnehmen. Und dann gesagt, nein, das geht jetzt nicht, weil da war es schon 18 Uhr und ich habe gesagt, Kinder müssen ins Bett und das geht einfach nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, ja, es tut mir furchtbar leid, gesagt, ja, also Entschädigung, wir haben wohl die Getränke zumindest ja, bekommen, oder? Aber das ist schon rumgedrückt, ich habe gesagt, ja, okay, ja, die Getränke brauchen wir dafür nicht zahlen. Okay, passt. Dann haben wir halt dann eben uns zusammengepackt und fertig gemacht. Und genau wie wir rausgehen wollen, sehe ich schon, ja, schön. Und wie wir rausgehen wollen, kommt auf einmal eine Kellnerin mit einem Tablett voll mit Essen, ja. Und ja, es war einfach das Essen, was wir bestellt haben. Aber wir wollen jetzt schon beim Nachhause gehen natürlich. Und deshalb haben wir gesagt, ja, der Kellner ist mir entgegengekommen. Und sage, aha, das könnte jetzt unser Essen sein, aber eine Stunde zu spät. Wie, was, wo und so. Sage, ja, ich habe ein bisschen Chaos beieinander heute. Weil das Geschirr ist übrigens auf den einen Tischen immer da gestanden. Also wie wir gekommen sind, also nach einer Stunde, war dieses gebrauchte Geschirr noch immer am Tisch. Ja, also. Und das ist für mich einfach so Anzeichen, dass irgendwas nicht passt, ja. Meine, dass immer was passieren kann in der Küche, in der Gastronomie, ist kein Thema, ja. Und wie gesagt, bis jetzt, waren wir immer sehr zufrieden dort, ja. Wir haben wirklich heute einen schlechten Tag gehabt. Und wie gesagt, wenn Geschirr herumsteht und der Kellner 20 Mal vorbeiläuft, ohne dass er das Geschirr mitnimmt, dann ist es immer für mich ein bisschen so ein Zeichen, denke ich mal, Alter, also ein bisschen,
Ich kenne ja auch Leute, die Kellner von Beruf sind, und da gibt es ein paar so Sprüche, und eines davon, mein Kellner geht nie mit leeren Händen, ja, oder geht nie leer irgendwo hin, also irgendwas macht er immer und irgendwas tut er immer. Und ja, auf jeden Fall, ja, sind wir einfach nach Hause gefahren und ja, sind wir halt zu einer dieser Fast-Food-Ketten gefahren und haben uns einfach da was geholt, weil wir einen Hunger gehabt haben, das ist ja ganz klar. Wir wollten ja was essen natürlich. Ja, mussten wir eben dann auf das dann umschwenken. Ja, dann ist ja nichts. Also, was soll's? Dann kurz überlegen, was denn, was für Bälle das nehmen. Soll ich die halben spielen? Haben, der liegt eh schön, der liegt auch schön. Spiele ich mal die halben, wenn wir jetzt ein bisschen den spielen, der schwerer ist, denn da oben. Ja, würde mich überall freuen, wenn irgendwer von euch auch dieses Game hat hier. Dann könnten wir gemeinsam mal eine Runde spielen. Habe gestern mit Marcel von InsideXbox.de gespielt, haben ein bisschen gequatscht und so weiter. Nur leider ist die Aufnahme nicht gesund. Ich habe gestern ein technisches Problem gehabt. Bei den Far Cry 4 Videos ist auch schon passiert, dass die Audiospur nicht gescheit drauf war. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel experimentiert, zu viel herumgeschrauft bei den Settings da bei meinem Aufnahmesoftware. Aber ja, das kriegen wir dann schon mal hin. Also haben sie diverse Themen gegangen, eben so Xbox ist noch einem Jahr, was wir davon halten und so weiter. Und ich muss es schon ehrlich sagen, mal kurz mal überlegen, ja, ich muss es schon ehrlich sagen, dass ich nach wie vor von Xbox begeistert bin und dass ja viele Sachen der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben, dass Xbox eigentlich eine unterschätzte Konsole war. Dann ist das so ein bisschen. Und spannend ist natürlich die Frage, was jetzt nur so daherkommen wird. Vor allem, ich denke mir natürlich auch, technisch gesehen wird Microsoft wahrscheinlich wieder an einer neuen Xbox arbeiten. Denn an und für sich, wenn du sagst, du musst irgendwas entwickeln, dann musst du eigentlich dann anfangen, wenn die aktuelle Generation rausgeht, dann musst du eigentlich schon um die neue Generation kümmern. So, warte mal schauen, wie sieht es da aus und darüber fahren auf das Loch. Na. Ja, also die nächste Generation wird sicher auch sehr spannend werden. Gerüchtemäßig hast du schon oft gelesen, so ob vielleicht die aktuellen, also Xbox One und PlayStation 4, ob das die letzten Konsolen sind, ob das Konsolen-Gaming an und für sich aussterben wird oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich eher der anderen Meinung. Meine andere Meinung ist falsch, weil PC-Gaming ist natürlich, wird immer da sein, wird auch immer die Führung haben. Aber ich denke, dass eine Konsole sehr wohl seine Daseinsberechtigung hat, weil vor allem schon deshalb, weil man einen Konsolen-Gamer das Geld so richtig schön aus der Tasche ziehen kann. Und das erleben wir ja leider momentan oder bei jedem Game mittlerweile. Das Game wird noch nicht einmal released, dann reden wir schon von DLCs und Season Pass und den ganzen Schwanzes. Obwohl ich da wieder an euch appellieren muss, ich meine, dass diese Sachen immer wieder gibt, liegt nur darum, dass es funktioniert. Das verliere ich das Spiel noch scheiße an. Glück gehabt. Denn wenn die Leute diesen Season Pass nicht kaufen würden, dann wäre es natürlich auch uninteressant für den Entwickler. Weil die Schwarze liegt da auch scheiße. Da muss ich wieder raufkommen. Da muss ich wieder raufkommen. Rauf, 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 rolle, 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 rolle. Es ist gar ein bisschen wenig geworden. Aber passt. Wenn die Animation kommt, dann schaut es schon mal gut aus. Schau, schön, jawohl. Ja, eben, und das ist die Sache Zukunft der Konsolen und Nicht-Konsolen, wie auch immer. Also ich denke schon, dass da noch was kommen wird. Die Xbox One macht sie wirklich schon richtig. Also das macht wirklich schon Spaß hier, wenn du jetzt Netflix schaust oder sonst irgendwas machst. Und bei mir ist es jetzt das erste Mal aufgefallen, seitdem ich jetzt hier meine neue Logitech Harmony habe, dass ich die komplette Konsole jetzt wirklich ordentlich mit dieser Harmony steuern kann. Also ich brauche jetzt nicht den Controller, wenn ich jetzt der Blu-ray schauen will oder Netflix schauen will. Ich kann das so machen. Ich weiß nicht, liegt es an der Harmony, an der neuen Version, oder liegt es einfach an den Software-Updates, die Xbox One erhalten hat, dass das einfach jetzt geht. Also das weiß ich nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass die Xbox hier ja noch einiges vor sich haben wird, bevor sie durch die neue irgendwann mal ersetzt wird. Und ja, bin schon sehr gespannt. Ja, das war mein heutiger Tag, also die spannende Geschichte mit das Kasperltheater.
Und würde mich freuen über Feedback, Kommentare, wenn ihr vielleicht mal was schreibt oder wenn ihr mal zocken wollt oder wie auch immer, wisst ihr, einfach anschreiben. Wenn der Chat offen ist, einfach reinhüpfen, wie auch immer. Bin für alles zu haben. So, ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.